Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CyberPort Unboxing. Heute die Panasonic Lumix DMC TZ101, die Kompaktkamera für jede Reise. Im Lieferumfang finden sich die Kamera selbst, sowie ein Lithium-Ionen-Akku mit dazugehörigem Ladegerät inklusive Netzteil und ein USB-Kabel. Ein Booklet mit Anleitung und eine Handschlaufe liegen dem Gerät ebenfalls bei. Nachdem wir vor einiger Zeit schon die Panasonic Lumix DMC TZ81 für euch getestet haben, wollen wir euch nun den großen Bruder vorstellen. Bei unserem Testgerät handelt es sich, wie auch bei der TZ81, um eine Kompaktkamera, die speziell für Reisen konzipiert wurde. Griffig und robust ist sie schon mal. Die Verarbeitung ist gut und die Materialien machen einen hochwertigen Eindruck. Zudem bietet das integrierte Zoom-Objektiv eine große Bandbreite an Foto- und Motivoptionen, ohne dabei das Gewicht nachteilig zu beeinträchtigen. Auf der Vorderseite befindet sich das Objektiv, welches einen zehnfachen optischen Zoom bietet. Der dahinterliegende Sensor hat eine Diagonale von 1 Zoll und sorgt für eine maximale Auflösung von 20,1 Megapixeln. Der 3 Zoll große LC-Display befindet sich auf der Rückseite der TZ101 und lässt sich via Touchscreen bedienen. Rechts befinden sich die üblichen Steuerungstasten wie Steuerkreuz, Menütaste und der 4K-Button. Oberhalb des Bildschirms wurde zudem links der elektronische Sucher eingebaut und daneben haben wir noch einen Knopf zum Umschalten zwischen Sucher und Monitor, den Schieber zum Ausfahren des integrierten Blitz und die Sperrtaste für Belichtung bzw. Fokussierung. Auf der Oberseite wurden ein Stereomikrofon, der schon erwähnte Blitz, ein Programmwahlrad und ein Zoomrad inklusive integriertem Auslöser sowie eine Videoaufnahmetaste eingebaut. Daneben befindet sich der An- und Ausschalter der Kamera und ein zusätzliches Einstellrad. Die Anschlüsse für HDMI und USB wurden auf der rechten Seite unter einer Klappe eingelassen. Auf der Unterseite wechselt man Akku und Speicherkarte. Direkt daneben haben wir das Stativgewinde und den Lautsprecher. Und das war's auch schon wieder mit dem Unboxing der Panasonic Lumix DMC TZ101. Einen detaillierten Einblick bekommt ihr wie immer in unserem Testbericht.